Im heutigen Video testen wir die Sibarist Premium Papierfilter für euch und die Ergebnisse sind überraschend. Hallo und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf unserem Kanal dreht sich alles um das Thema Kaffee. Also abonniert gerne für weitere Videos. Der sogenannte Sibarist Fast Specialty Coffee Filter hebt sich dadurch ab, dass er es ermöglicht, die Durchlaufzeit eines handgebrühten Kaffees zu verringern. Dadurch kannst du deinen Kaffee deutlich feiner mahlen, ohne dass er überextrahiert wird. Und das führt zu extrem interessanten Ergebnissen. Die Sibarist Papierfilter kommen in einer hochwertigen Verpackung, die mich sehr an Specialty Coffee Verpackungen erinnert. Sie werden aus 100% Bio-Rohstoffen in Barcelona, Spanien hergestellt. Die Papierfilter sind mit dem klassischen Hario V02 kompatibel und sind ziemlich identisch in der Handhabung verglichen mit den regulären Hario Papierfiltern. Ein kleiner Knick an der Prägung und schon kann's losgehen. Ich habe in meinem Test die Hario Papierfilter aus Japan verwendet. Es gibt tatsächlich drei verschiedene Hario Papierfilter und ich verlinke euch mal ein ausführliches Video hier in der rechten Ecke. In meinem ersten Test habe ich einen Kaffee im V60 Handfilter, einmal mit dem Sibarist und einmal mit dem klassischen Hario-Filter aufgebrüht. Beim Hario-Filter habe ich die Standardeinstellung mit der Kommandante, in meinem Fall 22 Klicks, verwendet. Da ich für den Sibarist-Filter einen feineren Mahlgrad benötigt habe, bin ich zuerst einmal 5 Klicks runtergegangen, um von dort an gegebenenfalls mein Rezept anzupassen. Die Idee war, etwas feiner zu mahlen, so in Richtung Aeropress. Also zuallererst habe ich das Gefühl, dass der Sibarist sich minimal besser dem Handfilter anschmiegt. Versteht mich nicht falsch, also beim V60 ist das auch nicht sonderlich schlecht, nur beim Sibarist einen kleinen Ticken besser. Außerdem fühlt sich der Sibarist Papierfilter sehr, sehr weich an. Der Kaffee mit dem Sibarist Filter hatte zwar einen feineren Mahlgrad, lief aber auch genau 3 Minuten 30 durch, genau wie der V60. Deutlich komplexer, hat mehr Körper. Der V60 schmeckt auf jeden Fall etwas cleaner. Dieser hier aber komplexer und man hat ein süßliches Mundgefühl danach. Bei dem hier hingegen, verglichen zu dem Sibarist, etwas dünner. Man sieht auch in den zwei Tassen, dass der Sibarist deutlich mehr Öl enthält, ist auch ein bisschen dunkler, minimal vielleicht, was auf der Kamera jetzt nicht unbedingt erkenntlich sein wird. Na, ich sag dir nicht, was welche drin ist. Schmeckt jedenfalls anders. Der schmeckt mir besser. Der schmeckt dir besser? Aha. Irgendwie aromatischer. Und? Das ist der Sibarist. Ach krass. Das ist der V60. Hier zum Vergleich. Fühlt sich gut an. Du kannst dadurch ein bisschen feiner malen. Wenn du magst, ja, darfst du dir noch mitnehmen. Ja, nehm ich mit. Mal schmeckt. Die ganze Tasse. Enjoy. Brauchst du hier noch? Nee, ist fertig. Danke dir. Jetzt, wo er abkühlt, kommt der hier nochmal gut nach. Da kommt die fruchtige Note auf jeden Fall nochmal gut durch. Bei dem kommt der Körper im Kaffee besonders gut durch. Auf jeden Fall ein ganz anderes Mundgefühl, wenn man den trinkt. Schön. Das hat irgendwie voll das schöne, samte Gefühl gehabt. Also hat es sich nicht so grob angefühlt oder so wie die normale V60 Papers. Das war schön sanft, das war erstmal so ein schöner Eindruck, sage ich mal. Als ich dann mein normales V60 Rezept benutzt habe, habe ich gemerkt, dass es doch ein bisschen schneller, also der Kaffee ist schneller abgetropft, sage ich mal. Aber als nachher, als ich ihn probiert habe, hat es mir tatsächlich besser geschmeckt als normal. Und das war wahrscheinlich, weil es hat so eine Klarheit gehabt vom Mundgefühl her. Der Körper war, also hatte Tiefe, aber war irgendwie
sauberer, habe ich den Eindruck bekommen. Und dadurch hat dieser Kaffee in meiner Tasse sich ein bisschen lebhafter angefühlt. Ja. Axel und ich kamen eigentlich aufs gleiche Ergebnis. Der Kaffee mit dem Sibaris-Filter hat etwas mehr Tiefe, etwas mehr Intensität und auch etwas mehr Körper. Beim regulären V60 hast du dafür einen klaren Kaffee, der etwas weniger intensiv ist und etwas weniger Körper hat. Neben Axel haben wir noch Kevin und Jacinta hinzugezogen und hier findet ihr deren Reaktion. And you have the V60, and you have the perfect. That one. This one is definitely tasting a lot cleaner, but this has got like a more like nuanced kind of body to it. So I think I'm gonna say that's the Sibaris. That's the regular. Correct. Every single one guessed it right. Which one do you prefer? The Sibaris, actually. Yeah, it's a more interesting, juicier kind of mouthfeel, I feel. And it also... It's still clean, though. Like, it's got a more intense depth of flavor. So, well done, Sibaris. Ja, das läuft einfach so direkt durch. Ja, aber interessant. Also, ist ja mal was anderes, ne? Ist man nicht immer nur auf V60-Filter angewiesen. Weißt du, wie teuer die sind? Stimmt, teuer, ne? 30. Für 100 Stück. Das ist schon eine Ansage, ey. Dann den Papierfilter ordentlich über mehrere Tage getestet habe, habe ich aus Interesse einfach mal etwas feiner gemahlen. Ich bin dann nochmal 2 Klicks mit der Kommandante runtergegangen auf 15 Klicks. Das war aber eine Nummer zu fein. Bei 3 Minuten und 15 Sekunden entstand unten leider so ein Stau im Papierfilter und dadurch war die Brühzeit bei 4 Minuten 45. Daher ist meine Empfehlung, bei der Kommandante mit 17 Klicks zu starten und von dort an dann den Mahlgrad so ein bisschen anzupassen. Und jetzt werden manche sagen, ich habe gar keine Kommandante zu Hause, was soll ich machen? Meine generelle Empfehlung für jegliche Mühle ist, herauszufinden, was die Standardeinstellung für den V60 ist. Je nach Mühle und deren Einstellungsmöglichkeit musst du dann schauen, wie fein du malst. Bei der Kommandante kannst du zum Beispiel 5 Klicks feiner malen. Bei der Pollex hingegen gibt es die Möglichkeit, nicht so akkurat einzustellen. Deswegen würde ich zum Beispiel mit 1, 2, maximal 3 Klicks feiner malen. Ich würde aber jetzt sagen, bei 3 Klicks und der Pollex Mini ist er ein wenig überextrahiert für mein Rezept. Ich würde auf 4 Klicks gehen, was bei der Pollex Mini schon relativ nah an die reguläre Mahlgrad-Empfehlung kommt für den V60. 5 bis 6 Klicks sind das in der Regel. Aber klar, die Pollex ist jetzt nicht so präzise beim Einstellen des Mahlgrads wie eine Kommandante, kostet aber auch nur ein Fünftel der Kommandante. Ist aber wirklich gut. Also er ist wirklich... sehr schön intensiv, immer noch extrem fruchtig und süß. Mich hat der Sibaris-Filter überrascht. Er hebt die Nuancen eines Kaffees sehr gut hervor und gibt einem trotzdem so ein leichtes, weiches Mundgefühl. Verglichen mit einem regulären V60 schmeckt der Kaffee aus dem Sibaris-Filter etwas runder. Außerdem hat man beim V60 einen klaren Kaffee ohne dieses leichte, weiche Mundgefühl.
Auch unsere Baristas und Röster fanden den Sibaris Papierfilter super spannend. Macht auf jeden Fall super viel Spaß, mit dem Sibaris Papierfilter neue Rezepte auszuprobieren. Zusammenfassend würde ich den Kaffee aus dem Sibaris Papierfilter wie folgt beschreiben. Man hat einen klaren, runden und intensiven Kaffee, der immer noch ein leichtes, weiches Mundgefühl am Ende da lässt. Wenn man zum Beispiel einen fruchtigen Kaffee wie ich verwendet habe, dann hat er sehr viel Tiefe und sehr viel Süße. Für wen eignen sich also die Sibaris Papierfilter? Ich würde sagen, für alle, die den V60 sowieso schon lieben und gerne neue Rezepte ausprobieren. Ganz so günstig sind sie auf jeden Fall nicht. Das liegt aber vielleicht daran, dass sie in der EU produziert werden und das aus 100% Bio-Rohstoffen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal für mehr Videos rund ums Thema Kaffee.